Exchange ist ein Projekt, wo Lehrlinge ins Ausland arbeiten können für vier Wochen. Die Reisekosten und die Unterhaltung und Verpflegung wird von dem Exchange übernommen. Und mit Exchange kann man dann die ersten beruflichen Erfahrungen im Ausland sammeln. Ich bin Lehrling in der Swarovski, ich bin zweiter Lehrer als Logistiker. Für die Firma bringt das sehr viel, weil wir sind eine internationale Firma und durch das, dass die Lehrlinge schon in der Lehre auswärts arbeiten können, sehen sie auch, wie es im Ausland ist und sie sehen auch, was dort für Sachen gemacht werden. Also für uns ist es so, sie lernen schon im Ausland zu arbeiten und während durch das reifer, auch sich in einer anderen Umgebung durchzusetzen. Jeder Beruf verlangt heute nach räumlicher und inhaltlicher Beweglichkeit. Das Programm Exchange bietet jungen Menschen genau diese Möglichkeit, nämlich das zu erfahren und das zu erleben. Perlen im Kanton Thurgau zu finden, das ist nicht sehr einfach. Ob es der Bodensee würde hergeben, dass man Perlen fischen könnte, das weiss ich nicht so ganz genau. Aber was ich weiss, ist, dass unsere jungen Leute mit Perlen können natürlich sehr viel gewinnen. Nämlich, man sagt ihnen eine gute Kreativität nach, viel Selbstvertrauen ausstrahlen, er hat eine harmonisierende Wirkung. Von dort her geniessen wir es doch, dass man die Perlen vorstellen kann, am Symposium in St. Gallen. Und durch das vielen Jugendlichen ermöglicht wird, den Austausch, das Exchange, als Perle in ihr Repertoire aufzunehmen. Ich war vier Wochen in Innsbruck bei der Firma Schenker. Das ist eine Transportfirma. Und dort bin ich halt gegangen, um den Verlauf zu sehen, wenn wir Ware rausschicken bei uns bei Swarovski AG. Damit wir nachher auch sehen, den Verlauf, wie es weitergeht. Weil die Zeit ist in einer Transportfirma, die das nachher weiter verschicken. Und ja, es war halt mal was ganz anderes gewesen. Die Firma Schenker macht mittlerweile Partner mit der Firma Swarovski. Und gegenseitiger Lehrlingsaustausch findet die Firma Schenker gut. Können gegenseitig Erfahrungen gesammelt werden. Und auch Arbeitsabläufe können angeschaut werden und dadurch kriegt der Lehrling Selbstbewusstsein, mehr Erfahrung und ein erfahrener Lehrling kann auch den Unternehmen sehr viel nützen. Die vier Wochen war halt keine Hotelmama. Jetzt bin ich in einer Unterkunft. Ja, und, aber ich muss echt sagen, die Leute von dort sind nicht nur auch Schüler und Studenten. Am ersten Tag haben mich schon Leute angesprochen, wie wir ihnen gutes Nachtessen kamen und so. Demher bin ich sehr gut untergekommen. Jedes Jahr gibt es eine Zertifikatsverleihung, wo die Lernenden, die da mitgemacht haben, das Zertifikat abholen können. Das Zertifikat hilft mir bei weiteren Bewerbungen. Wenn ich mal von meiner Firma weggehe und bei einer anderen Firma mich bewerben will, ist das noch ein Pluspunkt in einer Bewerbung. Es ist einfach super zu sehen und zu spüren in solchen Räumlichkeiten hier wie im Deutschen Museum die Zertifikate an den Teilnehmern übergeben zu dürfen. Das ist noch so ein richtiger ehrenwürdiger Abschluss für so ein Austauschprogramm. Ja, und wir als Industrie- und Handelskammer von München und Oberbayern sind natürlich super stolz darauf, ein Teil von Exchange sein zu können, um das Programm auch zu fördern und zu pushen. In Liechtenstein haben wir rund 30 Austausche pro Jahr. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn Lernende und ihre Berufsbildner Exchange in ihre Ausbildung integrieren. Hinter Exchange steht aber auch sehr ein engagiertes Koordinatorenteam. Ich bin sehr dankbar darüber,
ein Teil von dem Team dürfen zu sein und mich in Liechtenstein für Xchange zu engagieren.